So, liebe Leute, wer mich noch nicht kennt, ich bin der Walter Kohler aus Köln, ehemals Bankdrücker. Ja, ich bin jetzt zu Hause. Warum sage ich das? Ich war jetzt über 6 Wochen im Krankenhaus und mir ist da wirklich Übles passiert vor 6 Wochen. Wenn mein letztes Video gesehen hat, das war am 11. August, da war ich zwar nicht in Form, aber 190 Kilo ist ja nicht schlecht für einen alten Mann. Zumal ich das ganze Jahr schlecht drauf war. Aber an dem Wochenende ging es mir wirklich saumäßig übel. Wirklich übel. Ich hatte so Magenschmerzen. Und das schon zum 4. Mal in diesem Jahr. Also ganz übelste Magenschmerzen. Ich habe einen Notarzt kommen lassen, oder beziehungsweise keinen Notarzt, keinen richtigen Notarzt, sondern so eine, na, da gibt es noch so eine andere Organisation, die schicken Ärzte durch die Gegend. Das war, hat nichts getaugt. Also jedenfalls am Montag habe ich mich selbst ins Krankenhaus eingewiesen. So dreckig ging es mir. Ja, meine Vermutung war Magen-Darm-Geschichte. Hatte ich schon mal öfter oder glaubte ich öfter zu haben. Und was war? Nach EKG und Blutkontrolle stellte man fest, hochgradige Herzinfarkte. Nicht nur einen, mehrere. Ja, so kann es gehen mit 63. Dafür bin ich eigentlich ein bisschen jung. Obwohl, ich habe in der Klinik jetzt auch 30-Jährige kennengelernt, die Herzinfarkte hatten. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich davon mal so früh betroffen bin. Gut. Was war jetzt zu tun im Krankenhaus? Herzkatheter. Immer das erste. Herzkatheter. Also sofort auf den Tisch. Und Herzkatheter. Habe ich mir nichts Böses bei gedacht. Und ich habe wohl gelernt, Herzkatheter, die modernste Form, die neueste Form ist eben, wenn man den Katheter durch den Arm verlegt. Das ist am einfachsten, schmerzlosesten und überhaupt das Übliche. Ja, und dann haben wir nach Betäubung, ein bisschen Betäubung, sodass ich nicht viel mitbekommen habe, haben wir dann losgelegt. Und ich konnte das Ganze ja mitverfolgen in einer riesigen Monitorgeschichte. Also, sie schieben vor, ihr rechter Arm, die Hauptschlagader wird dann geöffnet, wo es die, da blutet es wie Sau. Also der ganze Arzt war von oben bis unten rot. Ne? So, jetzt schieben wir den Katheter ungefähr 10-15 cm rein. Und ich fange an zu schreien. Jetzt haben die noch nie gelegt. Denn normalerweise passiert das nicht. Ne? So, und dann sagen die mir, auf einer Skala von 0 bis 10, wie weh tut es? In meiner naiven Art habe ich die 10 reserviert für Absägen mit einer rostigen Säge. Also Armabsägen mit einer rostigen, stumpfen Säge. Das war mein Fehler. Ich hätte nicht direkt 12 sagen sollen. So, ich habe 5 gesagt, die gucken sich an und schieben weiter, bis hier ungefähr. Und dann habe ich nur noch geschrien. Ja, dann wurde es den Banger und die haben abgebrochen. Okay. Zweite Möglichkeit, was ich auch kenne, ist ein Herzkatheter durch die Leiste. Das haben sie gemacht, hat wunderbar geklappt, ich habe absolut nichts gespürt. Die haben da beratschlagt und mir einen Stent gesetzt in einen Bereich der Herzkranzgefäße, die so eine Hauptschlagader ist. Ja, alles gut und schön. Herzkatheter zu Ende. Nur in meinem Arm haben die Blutgefäße verletzt und ich habe jede Menge Heparin vorher bekommen, also Blutverdünner. Und das blutete wie Sau wahrscheinlich und hat angefangen, die Nerven abzudrücken. Ja, haben sie mir den Arm verbunden. Der war ungefähr dann doppelt so dick wie jetzt. Ja, das sehen könnt,
Das ist so jetzt das letzte Stadium, der war ungefähr doppelt so dick da. Ja, ich stand zurück auf die Intensivstation und dann wurde beratschlagt von den Chirurgen oder von den, Elektrophysiologen. Elektrophysiologie nennt sich das, diese Unterabteilung, Herzkatheter. Ja, totale Verwirrung. Die haben da ganz schnell aber die Uniklinik angerufen und die Gefäßchirurgen und sich Tipps geholt, beziehungsweise keine Tipps, sondern die haben meinen Fall beschrieben und dann wohl beschlossen, mich so schnell wie möglich in die Uniklinik zu bringen. Das wurde ich dann kurz vor Mitternacht notoperiert. Ne? Inzwischen waren ein paar Stunden vergangen und das blutete wie Sau wahrscheinlich. Und ja, Motorik und Sensibilität der Hand war vollkommen im Arsch. Dranbleiben. So, in der Uniklinik wurde ich notoperiert und die haben da eine sogenannte Faszienspaltung gemacht. Das heißt, der Arm wurde aufgeschlitzt, um es einfach zu sagen, hier vom Handgelenk bis hier nach dem Ellbogen. Das ergab natürlich eine fürchterliche Wunde. So fürchterlich, also so kennt man nur von The Walking Dead. Ich zeige jetzt gleich nochmal ein Bild zur Erbauung. Na, hier seht ihr das. Also sieht richtig schön scheiße aus. Als ich zum ersten Mal drauf guckte, wurde mir ganz anders. Ja. Später habe ich mich dran gewöhnt. Ne? Abgedeckt wurde das mit so einem Art Schwamm und dieser Schwamm wurde mit ungefähr 30 Stahlklammern angetackert. Das hört sich jetzt schlimm an. Ja, war auch schlimm. Ne? So, und so eine Wunde heilt nicht mehr. Normalerweise. Wenn man jetzt im Jahr 1950 wäre, hätte man den abmontiert, den Arm. Aber zum Glück geht die Medizin ja weiter. Ich bekam da eine sogenannte Therapie mit Vakuumpumpe. Das heißt, alle 3 Tage wurde ein Schwamm auf diese Wunde gelegt. Der Arm wurde luftdicht umwickelt und der Schwamm hatte so einen Schnorchel. Und der wurde an eine Vakuumpumpe angeschlossen. Die saugte dann permanent Flüssigkeit daraus. Das ging so 2 Wochen. Und dann gab es wieder eine OP. Und es wurde eine spezielle Naht gesetzt. Also ganz speziell. So einfach zunähen ging nicht. Das war bei so einer Wunde nicht möglich. Ne? So. Ja, aber ich hatte ja noch ein Problem, ne? Meine Herzinfarkte. Eine Woche später wurde ich dann operiert am Herzen und ich bekam 3 Bypasses, also 3 Stück. Und natürlich mit der Zwillingmaschine, weil die von hinten ans Herz mussten. Die mussten komplett ums ganze Herz rumoperieren. Ne? Es gibt wohl auch Operationsmethoden, da schlägt das Herz weiter. War bei mir nicht möglich. Also Herz-Lungen-Maschine, das heißt, Herz wird stillgelegt, Lunge wird stillgelegt und wenn er dann aufwacht nach so einer OP, dann geht es hier so dreckig. Also jedenfalls mir ging es so fürchterlich dreckig, das kann ich gar nicht beschreiben. Ich hatte natürlich auch die halbe Lunge mit Flüssigkeit zu. Ich konnte, als ich dann aufstehen konnte, wieder mal 2 Schritte gehen und bin kollabiert. Ne? Da haben sie mir dann noch irgendwann die Flüssigkeit aus der Lunge abgesaugt. Das wünsche ich auch nicht jedem. Also das ist auch eine Quälerei. Ne? Weil die bei schweren Leuten einfach den Weg nicht finden in die Lunge. Ne? Wenn man 70 Kilo wiegt, ist das absolut harmlos. Aber wenn man schwerer ist und viel bisschen mehr Fleisch auf den Rippen hat, da stochern die da auch rum. Ne? Aber es hat geklappt, mir ging es besser. Ging es besser, ja, aber so richtig gut natürlich auch nicht. Ne? So 20 Meter laufen und ich war fertig. Ne? Das
ging dann so 2 Wochen noch. Und dann kam die dritte OP. Und die war gestern. Denn bei meiner Narbe, die zeige ich euch gleich auch nochmal ein Bild, viele kennen sie schon von Facebook, hat sich so ein eitriger Herd entwickelt, ziemlich groß. Also so 5 x 5 cm. Da fing an, dass die Haut abzusterben und das Fleisch. Ne? Da bin ich gestern nochmal operiert worden, gestern Morgen. Die haben das revidiert, das tote Fleisch weggekratzt. Und jetzt habe ich hier in dem Bereich ein Loch. Das ist eine Delle. Angeblich wächst sie zu. Allerdings erst in einem Monat. Muss man sich vorstellen, also so eine Wunde, so eine Faszienspaltung, das kann 3 Monate dauern. Ne? Dann hat man da Glück gehabt. Nicht so wie ein einfacher Schnitt oder eine Schusswunde, oder die näht man und dann ist gut. Ne? Ja. Vielleicht geht es nochmal weiter. So, da war ich dann tatsächlich 6 Wochen im Krankenhaus, so lange wie noch nie zuvor. Und das ist wirklich öde. Wirklich öde. Da passiert nichts. Da passiert absolut nichts. Die Chirurgen gucken einmal am Tag auf die Wunde. Ja, und dann kommt ab und zu mal ein Stationsarzt und will Blut haben. Das heißt, er will jeden Tag Blut haben. Ne? Und dann schluckst du deine Medikamente und wartest. Ne? Irgendwie wartest, dass es besser wird. Denn meine Herzgeschichte war eigentlich schon abgeschlossen. Wenn man Herzinfarkte hat und auch bei einer schweren Herzoperation ist man 2 Wochen im Krankenhaus, dann geht es in die Reha. Und ich war jetzt 6 Wochen da. Ne? Ja. Und deshalb bin ich heute auch zu Hause. Also die haben mich, ich habe gesagt, ich muss jetzt nach Hause. Ne? Die waren damit einverstanden, weil in 6 Tagen, also am nächsten Montag, geht es in die Reha für 3 Wochen. Und bis dahin muss ich noch ein paar Sachen erledigen. Also ich muss mir zum Beispiel Schuhe kaufen, die man mit einer Hand schließen kann. Und Klettverschluss. Aber die Hand ist nicht zu gebrauchen. Ich kann nicht schreiben, ich kann gar nichts. Ne? Ich kann kein Schloss aufmachen, ich kann kein Lenkrad halten. Ja. Dafür ist halt die Reha. Ne? Die müssen das mitbehandeln, obwohl die wissen ihr Glück noch nicht. Also normalerweise gehst du dann auch hin, um kräftiger zu werden nach einer Herz-OP. Und das ist auch ganz wichtig, denn ich bin heute mal zum Friseur gegangen, das ist nicht weit, 200 Meter, da war ich fix und fertig, also so fix und fertig. Ich musste mich zwischendurch ein paar Mal hinsetzen, ne? In so einer Bäckerei hatte da so eine Bank draußen stehen. Ja, und dann bin ich zurückgekrochen und wollte zum Rewe, damit ich morgen was zum Frühstücken habe oder heute zum Abendessen, weil ich Hunger bekomme. Da bin ich tatsächlich mit dem Taxi zurückgefahren. Und das sind nur 500 Meter. Also heftig, ne? Und ja, und schon die ersten Abenteuer erlebt. Ich gehe jetzt wie ein 104-Jähriger. Ganz vorsichtig. Und gehe jedem aus dem Weg. Also mich darf keiner anrempeln oder so. Ne? Katastrophe. Ich kann mich da nicht aus dem Bein halten. Ja, ja. Und dann kam dann so einer. In so ein Surferboy mit Skateboard. Und fuhr mich in meinen Haufen. Habe ich ihm hinterher gerufen, Junge, pass mal auf ein bisschen, ne? Ja, was wollte der? Der wollte mich, glaube ich, anschließend ficken oder so. Da habe ich dem erstmal erklärt, dass ich der Einzige bin, der herumfickt. Ging natürlich nicht. Im Moment kann mich ein 8-Jähriger umhauen. Ne? Keine Chance habe ich da. Aber war ja belebt, die Straße, hat er das nicht gewagt. Da habe ich ihm erklärt, dass ich mir sein Gesicht gemerkt habe. Arschloch. Jedenfalls war ich dann beim Rewe ein bisschen eingekauft und musste tatsächlich mit dem Taxi zurückfahren. Ne? Auf die Dauer ein bisschen teurer. Bisschen teuer, ja, aber was willst du machen, ne? In meiner Wohnung sieht es aus wie Sau, weil ich vor der Geschichte, bevor ich krank geworden bin, habe ich hier renoviert. Alles steht ist verpackt in Kartons und alles durcheinander. Und da weiß ich auch noch nicht, wie ich jetzt da Schiff mache, ne?
Das ist also so richtig schön scheiße. Ja. Na gut, am Montag geht's in die Reha. Und dann sehen wir weiter. Wenn ich dann zurückkomme, mache ich Leistungssport in so einer Hartsportgruppe. Ne? Hätte ich mir nicht träumen lassen. So mit Nordic Walking und lustigen Spielchen so. Aber ich bin wirklich froh, wenn ich wieder ein normales Leben führen kann. An Sport ist sorglich zu denken. Ne? Vielleicht so im Frühjahr, leichtes Training, wirklich ganz leichtes Training in der ultimativen Komfortzone. Ich habe auch noch jede Menge Bewegungsverbote. Also ich darf mich nicht aufstützen, ich darf die Arme nicht über den Kopf heben, ich darf nichts Schweres tragen, habe ich natürlich schon gemacht. Ich meine Tasche, auch wenn links die Hand ganz ist, darf man noch nicht. Ne? Denn hier, dieses Brustbein wurde ja gespalten und wurde mit Draht wieder zusammengerödelt. Und das dauert natürlich ein paar Wochen, bei älteren Menschen sowieso. Ne? Und wenn man Diabetes Typ 1 hat, was ich ja seit 7 Jahren habe, dauert die Heilung noch länger. Gut. Ja, was wollte ich noch sagen? Ah ja, kleine Pause, ich komme nochmal wieder. Also gestern bei der OP haben sie mir auch was am Hals verpasst. Ne? Ihr wisst ja, wenn man Vollnarkose bekommt, wird man beatmet. Ich glaube sogar, das Narkosegas geht über Beatmung. Ne? Kriegst vorher ein starkes Schlafmittel, dann bist du ausgeschaltet, aber die wirkliche Narkose geht über Gase. Ne? Und da haben die mir auch hier ziemlich den Hals kaputt gemacht. Das hört ihr vielleicht auch, wenn ich spreche. Das ist ganz schlimm, ne? Das fühlt sich an wie eine ganz starke Erkältung jetzt. Deshalb fällt es mir auch schwer, da irgendwie länger zu reden. Ja. Aber das kleinere Übel, das geht ja weg. Ja, Fazit. Herzinfarkt ist scheiße, ne? Woran es gelegen hat, ich weiß es nicht. Diabetes spielt eine Rolle. Ach so, vielleicht fragen jetzt einige Leute, ja, wieso hast du nicht gemerkt, dass du Herzinfarkt hast? Und zwar das ganze Jahr schon. Und auch schon vor 2 Jahren. Denn wenn ich mich besinne, die ganze Symptomatik hat schon zigmal gehabt. Ja, und dann habe ich gelernt in der Klinik, dass Diabetes Typ 1 Leute dieses Schmerzempfinden unter Umständen nicht haben. Also diese Enge in der Brust, Herzschmerz, der dann ausstrahlt in den Arm, den hatte ich nicht. Ne? Im Gegenteil, ich habe 200 Kilo gedrückt und mit Herzinfarkt und habe mich gut gefühlt. Ich bin nach Hause gegangen und war topfit. Na, nächsten Tag wieder. Ihr kennt mich ja, ich habe jeden Tag trainiert. 2016 habe ich knapp 1000 mal 200 Kilo und mehr gedrückt und zigtausend mal die Gewichte da runter, ne, die auch nicht gerade wenig sind. Und da hatte ich schon Herzinfarkte. Das ist unglaublich. Ich habe da mal Ärzte gefragt, ja, die meinen ja Glück gehabt, ne? Geht halt, ist kein Ausdauersport, Marathon, bei Marathon wäre ich umgefallen. Bankdrücken, ja, das ist ultimative Kurzleistung, ne? Dauert 2 Sekunden, ist die Sache erledigt. Kommt der Test gar nicht auf die Idee zum Mucken oder irgendwie so. Jedenfalls habe ich Glück gehabt, das hätte auf Dauer tödlich enden können. Oder hätte tödlich geendet wahrscheinlich. Ne? Also Bankdrücken ist vorbei. 40 Jahre Bankdrücken. Kann man sagen, ja, wer hat das schon vorzuweisen. Ne? Zumal ich während der ganzen Zeit ja 200 Kilo gedrückt habe. Trotzdem ist das unbefriedigend. Ich wollte eigentlich mit 70 noch ein bisschen drücken. Also 70, 170, sagen wir mal, 180,
Vielleicht sogar 200, man weiß es ja nicht. Und ehrlich gesagt, ich wollte mit 80 immer noch mehr drücken als die Burschen im Studio. Aber das kann ich mir jetzt abschminken. Ne? Wie gesagt, die Hand muss wieder kommen, total im Arsch, nutzlos. Fühlt sich an wie eine künstliche Hand, ne? Die so gerade ein bisschen auf und zu macht. Ja. Gut, als ich dann die Prognose Herzinfarkt bekommen habe, habe ich zuerst gedacht, okay, Bankdrücken, scheiß drauf, dann forcierst du eben deine Karriere als Bluesgitarrist. Ist auch schön, ne? Zumal ich ein paar gute Leute kenne, die richtig hier zu den Besten zählen. Ich habe das große Glück, dass ich da mit denen mitspielen darf. Aber mit der Hand ist das erstmal auch zu vergessen. Ne? Ja. So Leute, wenn euch interessiert, wie es weitergeht, denn ich habe ja vor, Reha-Sport zu machen, einen anderen Sport, also leicht, vielleicht Beine, zum letzten Mal 1983, für eine Wette, da ging es um 200 Kilo Kniebeuge, seitdem habe ich ja keine einzige Kniebeuge gemacht oder Beintraining. Ja, dann guckt euch das an, abonniert hier den Blödsinn, klickt und liked. Und teilt, vor allen Dingen bei den Leuten, die ich nicht auf der Liste habe. Ne? Denn das kann wirklich jedem passieren, nicht nur den über 50-Jährigen oder über 60-Jährigen. Ich habe da wirklich einige ganz junge Burschen kennengelernt, die schlimme Herzprobleme bekommen haben. Und ein Herzkatheter, das kann jedem passieren. Ne? Also ein bisschen Herzflimmern, ein bisschen unregelmäßige ein bisschen unregelmäßiger Puls und schon liegt er da auf dem Tisch für Herzkatheter. Also wenn euch das interessiert, wie es weitergeht, ob es weitergeht, will ich hoffen, aber ich habe im Moment wenig Hoffnung, aber ich probiere es natürlich. Ne? Dann bleibt hier mal auf dem Kanal und schaut euch das an und abonniert ihn und wie gesagt, Teil. In dem Sinne, bis demnächst. Ich werde dann, wenn ich aus der Reha wieder bin, zurück bin, vielleicht einmal die Woche ein Video reinstellen. Ne? Vielleicht Sonntagabend, wie andere Herren auch. Und dann könnt ihr da den Erfolg oder Misserfolg begutachten. Ne? In diesem Sinne, gesund bleiben.